Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zum Motorsportmanager, hier zum vorletzten Rennen der Saison. Es geht nach Brasilien, nach Rio de Janeiro. Wir sind immer noch in Führung der Fahrermeisterschaft, das wird sich auch nicht mehr ändern. Die Mission lautet unverändert, Enrique Lara auf Position 2 zu festigen in der WM, damit der Aki Lipponen, der das letzte Rennen gewonnen hat, nicht noch mehr aufschließt. Ne? Enrique Lara im letzten Rennen immerhin Platz 3 eingefahren, Makarova auf der 2. Ja, ich denke, ohne das blöde Safety Car zum Schluss hätten wir es gewonnen, aber gut, was soll's. So ist es. Wir können es uns nicht aussuchen, ne? Ist halt dumm gelaufen. Einfach Pech gehabt. Das ist ungefähr so wie heute in der realen Formel 1 in Aserbaidschan beim großen Preis von Baku. Ja, aber da kommen wir später im Training noch drauf zurück, ne? Da war ja auch einiges geboten. So, okay, schauen wir kurz einmal auf unsere Kollegen. Nachtanken. Die sind eigentlich frisch, wobei da könnte man hier wechseln, gell? Ja, da könnte man mal ein paar frische Leute an den Start bringen. Die Reparaturmannschaft, da könnte man ja auch mal austauschen, dass sich der Kollege erholt. Und hier bräuchte man noch einen Heber, und zwar Heber hinten. Was hätten wir da im Angebot? Der Kollege hier, der ist aber... Ja, das ist auch der Tank-Michi, der soll sich gerade holen, gell? Weißt du was, dann nehmen wir den hier. Da tauscht der einfach mal, da verlieren wir nicht allzu viel Zeit. Ja, ja, passt schon, okay. Gut, es kam übrigens auch ein Kommentar, ja, was dieses komische Symbol, was ich da in der letzten Session mal kurz angesprochen habe. Da hat der Matze geschrieben, das sind wohl solche Arbeiter, die vom Spiel aufgefüllt werden, wenn ich vergesse, Verträge zu verlängern. Damit da nicht plötzlich ein Platz unbesetzt ist. Also das ist wohl die Erklärung. Vielen Dank dafür für diesen Hinweis. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Wie immer, Haubi, du denkst nie. Ja, muss ich ja auch nicht. Ich habe ja euch. Also deswegen, warum soll ich da unnötig mitdenken? Er wäre gar nicht schlecht, gell? Na egal, komm weg damit. Ist doch wurscht. So, irgendwas ist fertig geworden. In der letzten Folge noch. Der Motor. Ah, okay, da steht's. So, Interview, Motor Racing, ja, nein, wollen wir nicht. Boxermannschaft, alles fehlerfrei, Lipponen gewinnt, ja, wie schön, dass wir daran erinnert werden. Und unser Megamotor ist fertig, jawohl, schön. Der Megamotor, also wir haben jetzt die Möglichkeit, hier auch einen legendären Motor zu bauen. Ein voll legendär. Müssen wir hier machen, genau, dass der eine legendäre Komponente dazu bastelt. Ach nee. Das ist ja gesperrt, kann ich ja gar nicht. Blöd, okay. Akku, was ist denn da fertig bald? Da haben wir nur noch das Mitarbeiterzentrum Stufe 3 und das Wetterzentrum Stufe 3, aber das werden wir nicht mehr erleben. Das hier schon noch. Motor, bleiben wir bei episch. Da geht ansonsten nichts. Ja, da geht ansonsten nichts. Könnte man jetzt höchstens nochmal so ein komisches Ding bauen, dass man sagt, hier komm, bam. Wir bauen ja nochmal so ein Mega-Bono-Teil und hoffen. Ja komm, mach mal auch, zack, komm, raus damit. Was soll's. Okay, weiter geht's. Auto repariert, Nachrichten. Jawohl, Fahrzeugreparatur beendet. Schauen wir uns den Supermotor mal an. Oh ja, der ist gar nicht schlecht, ne? Da pushen wir doch. Da pushen wir doch. Was können wir da sonst noch groß nach oben prügeln? Eigentlich nicht mehr viel, ne? Getriebe müssten wir auch noch für nächstes Jahr, ne? Aber, pff, mein Gott, ganz ehrlich. Aufhängung müssten wir noch eine zweite bauen. Wobei, die sind, ja doch. Sind ja annähernd identisch, die zwei. Also müssten wir keine bauen. Aber ihr habt schon recht, ne? Wofür? Wofür? Es ist eigentlich eh Wumpe. Eigentlich ist völlig egal. Neue Sponsoren. Oh ja. Neuer Rennsponsor. Platz 1, Platz 1, Platz 1. Dann nehmen wir, würde sagen, den hier. Da gibt es nämlich nochmal 2 Millionen Cash. Einfach so. Neuer Monat. Arbeiten abgeschlossen. Zuverlässigkeit. Pause. Ja, das ist erledigt.
Ja, und jetzt geht er hier natürlich voll in die Leistung. Ja, aber ich kann hier nichts mehr verbessern. Alle unsere Komponenten, die im Auto sind, die sind maximal zuverlässig. Da geht nicht mehr. Ne, mehr ist nicht möglich. Ja, könnte man den hier theoretisch auch noch hochprügeln, aber es ist, wie gesagt, es ist völlig egal. Nochmal Rennsponsor. Drei oder besser, ne? Hier gibt es noch ein bisschen mehr Cash, ne? Vorkasse, okay, nehmen wir den hier. Famos, her mit der Kohle. 30 Millionen in Cash. Hier gibt es nochmal Fix-Sponsoren. Oh, mein Gott. Was sind denn das für Sponsoren? Das ist ja ein Witz. Das ist ja eine Lachnummer. Naja, muss ich den hier nehmen. Das ist ja echt eine Lachnummer. Ich kriege, hallo, ich will 5-Sterne-Sponsoren. Sowas, genau. Sowas will ich haben, verstehst? Boah, ist das krass eigentlich, gell? Das sind 7 Millionen, wenn du das hochrechnest. Das sind 9 Millionen. Max Velocity. Das sind 9 Millionen. 8 Millionen für 10 Rennen plus die Vorauszahlung sind 9 Millionen. Das hier sind 4 Millionen für 10 Rennen plus 3 Millionen Vorauszahlung. Also machen wir hier eigentlich mehr. In Summe mehr. Hier wird man momentan mehr machen auf einmal, ne? Aber ne, da hauen wir einmal den jetzt. So einen haben wir noch nie gehabt. Den pumpen wir rein. Einkommen pro Rennen 1,7 Millionen, ja. Jetzt müsste man eigentlich müsste man jetzt unsere Enrica Lada ein bisschen pushen, ne? Lass mal sagen, pass auf. Jetzt kriegt die Enrica Lada mal die guten Komponenten. Weil die Enrica Lada muss noch in der Weltmeisterschaft vorankommen. Deswegen kriegt die jetzt das gute Zeug, ja. Ja, die ist ein bisschen angebröselt, aber ist egal. Enrica Lada braucht jetzt das gute Material, weil die muss was zeigen. Jo. So machen wir das. Mitarbeiterzentrum im Hauptquartier ist fertig, Leute. Stufe 3. Ne? Wo ist das? Sehen wir doch auch irgendwo. Hier, genau. Mitarbeiterzentrum, Stufe 3. Hier sieht man nochmal, was das bringt. Verbesserungsraten, Fitness, Konzentration. Mitarbeiterwerte verbessern sich. Heißt, Alex Gray legt hier jetzt wahrscheinlich noch mehr zu. Mitarbeiterzentrum plus 1% pro Woche. Ja, das ist natürlich schon dick. Hier ist das Maximum erreicht. Roger Dunbar, der ist wahrscheinlich auch schon am Maximum. Genau. Bei den Fahrern. Enrica Lara. Die kriegt keinen Bonus vom Mitarbeiterzentrum, nee. Na, ja, aber die bringt ja schon noch was mit. Die verbessert sich hier schon noch. Da hat sie überall Maximum. Die Olga Makarova, was mit dir? Die verbessert sich auch nochmal dick. Krass eigentlich, gell? Und die Chiaki Hashimoto, die verbessert sich auch noch. Tja, na dann. Das ist der Motor gleich fertig. Was kommen für Nachrichten? Team-Update, Rio, genau, Boxermannschaft. Tolle Boxermannschaft, professionell. So muss sein, Konstrukteure untätig. Ja, was denn? Achso, die hier. Ja, das stimmt, die machen nichts, die sind faul. Die langweilen sich. Ja, die haben recht. Ja, was soll ich auch machen? Ich kann ja nichts mehr machen. Das bringt ja nichts, hier noch irgendwie die Herrschaften was unnütz tun zu lassen. Rennen im Asia Pacific, Schwarzes Meer und Vancouver European Racing Series. Naja, keine großen Überraschungen. Was macht unser Mustafa? El Sadat auf der 4 für Lucatelli. Naja, immerhin. So, unser Wagen baut nach wie vor den Motor. Unser Wagen baut den Motor, jawohl, sehr schön. Unser Motor für den Wagen wird gebaut, wollte ich sagen. Oh, Hashimoto ist geblitzt worden. Naja gut, es gibt Schlimmeres, ne, als Rennfahrer. Jawohl, legendäres Teil. Leute, schau mal hier, das Ding ist mega zuverlässig. Danke, illegale Komponente. Der Motor. Na, das ist die Aufhänger. Wo ist der Motor? Der Motor ist oben, ne? Hier, genau. Wir haben es doch gepackt.
legendäre Komponente. Sehr, sehr geil. Und wir haben Steinmann wieder den besten Motor abspenstig gemacht, aber dann hat es nicht eingebaut, wie gesagt. Das ist ja ein illegales Teil. Der ist natürlich hochriskant, also den kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Aber wir können doch mal ein geiles Getriebe bauen. Einfach so, wenn wir es können. Einfach so. So, Beschleunigung plus 40. Ja, zack. Beschleunigung plus 35. Und Beschleunigung plus 115. Bäm. Genau, dann könnte man nämlich nochmal ein Mega-Getriebe bauen. Oh, 33 Tage nach dem Rennen. Ja, wobei, bis dahin wäre das fertig. Fürs nächste Jahr. Auf der anderen Seite werden wir es so rum machen. Verlieren wir 10 Punkte. Sind aber auf dem gleichen Level. Und gewinnen 8 Tage Zeit. Ja, das machen wir so rum. Gewinnen wir 8 Tage. Ne, aus plus 5 wird minus 3. Also das ist in Ordnung. Ja, ja, Steinmann, mein Gott, ein komischer Motor. Kein Problem, kein Problem. So, es geht ab nach Brasilien, werte Freunde. Ja, wir gewinnen das Ding. Ganz einfach. Ja, wobei es vielleicht wieder ein bisschen großspurig, ne? Oder wir sagen Platz 3. Ne, der Unterschied sind 200.000. Ne, wenn wir ewig nichts, wir gewinnen. Aus die Maus. 25 Grad. Oh, das heißt, das wird sicher interessant werden. Ja. 23 Runden. Rechnen wir mit 2 Stops. Ja, dann werden wir mit dem Ultra fahren. Gehe ich mal von aus, dass wir da mit dem Ultrasoften fahren werden. Teile haben wir geswitcht. Auf geht's. Wir setzen über nach Brasilien. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, ne? In der echten Formel 1 und der realen Formel 1. Der große Preis ja in Sao Paulo und die Rennstrecke erinnert ja wirklich sehr stark daran. Interlagos zwischen den Seen, genau. Da sind wir angekommen. Die Sonne scheint, so muss es sein. So, es fahren Enrique Lara und Jackie Hashimoto. Dann wollen wir noch kurz hier die Einstellungen machen, weil ein bisschen Flügel brauchen wir schon, ne? So, zack, genau, ein bisschen länger vielleicht, ein bisschen härter, wir versuchen es mal. So, auf Ultra bitte, und was machen wir hier? Auch ein kleines bisschen Flügel vielleicht, ja, wobei so viel brauchen wir gar nicht. Bisschen härter, bisschen länger, auch den Ultra bitte, und Tuning brauchen wir noch nicht, gell, ne, Tuning lassen wir noch weg. Raus mit euch, auf geht's. Ja, und jetzt können wir ein bisschen quatschen über den großen Preis von Aserbaidschan, ja. In Baku, also das war ja wieder sehr interessant. Nennen wir es mal so, ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Überhaupt nicht. Das hat so schön ausgeschaut, ne? Vettel von der Pole, gut weggekommen im Rennen. Denkst du, jawohl, läuft, passt alles, kein Problem. Hat alles im Griff, Hamilton dahinter. Raikkonen hat so ein bisschen Pech gehabt, ne? Hat sich da gebettelt mit dem Force India, musste in die Box, musste sofort von seinen Ultrasoft switchen auf die gelben. Ist dann zurückgefallen, hast gedacht, okay, das wird wieder ein typisches Kimi Räikkönen-Rennen, ne? Es wird nichts mehr, er landet irgendwo im Niemandsland. Ja, und dann haben die Red Bull sich behagt und bekriegt. Und das zunehmend mit Intensität und Aggressivität, die man von einem Danny Ricciardo so eigentlich höchst selten sieht, aber von einem Max Verstappen durchaus gewohnt ist. Dann kamen die Boxenstopps. Ja, der Vettel hat sich gecovert gegen den Hamilton. Bottas ist weitergefahren und Bottas hat das Glück gehabt, dass sich die Red Bulls dann abgeschossen haben. Wobei man da dazu sagen muss, da hat in meinen Augen ganz klar der Max Verstappen Mist gebaut. Weil dieser kleine, man verzeihe mir die saloppe Formulierung, pubertäre Holländer mit seinem unendlich großen Ego nicht klarkommt, dass vielleicht der Teamkollege schneller ist. Und dann bei Tempo 315 meint, auf der Start und Ziel zickzack fahren zu müssen, um sich die Position zu sichern. Und dass dann der Ricciardo nicht mehr ausweichen kann bei dem Tempo und hinten drauf rasselt, da hat er nicht dran gedacht. Also das hätte ganz, ganz schlimm ausgehen können, diese Geschichte. Der Helmut Marko, der Dr. Helmut Marko von Red Bull, der war mal sichtlich angefressen und ist völlig zurecht. Und ich hätte gesagt, Freunde, wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr das nicht lernt,
also speziell in Richtung Max Verstappen, dann machen wir mal eines, und zwar sagen wir dann, bis zur Mitte der Saison machen wir mal eine kleine Stallorder und sagen, Verstappen, du bist der zweite Mann. Der Ricardo ist auf 1. Ja, dann lernst du es vielleicht mal, wie man sich auf einer Rennstrecke verhält. Aber ich bin mir sicher, weich wie sie sind und so toll, wie sie Verstappen alle finden, ne, wird das nicht passieren. Aber na gut, also das wäre meine Sanktion. Freunde, wir schenken ihr Punkte her, wir machen dieses dumme Spielchen, was letztes Jahr Force India gemacht hat. Versenken unsere Autos, schenken Punkte her. Ne, die hatten erst nur den Doppelausfall in Bahrain, da haben sie schon Punkte liegen lassen, dann haben sie sich jetzt gegenseitig weggedübelt. Also Freunde, das muss nicht sein, das darf nicht sein und da, also da, na. Naja, es hat zu einer Safety-Car-Phase geführt und diese Safety-Car-Phase hat im Endeffekt den Sebastian Vettel das Rennen gekostet. Den sicheren Rennsieg, weil da konnte Bottas stoppen, konnte sich die Ultras holen. Vettel musste reagieren, musste sich auch die Ultras holen. Hamilton konnte sich die Ultras holen. Raikkonen konnte sich die Ultras holen und da musste sich hinterm Safety Car 4 Runden vor Schluss. Und da ging es dann wieder los. Ja, und dann hat dann Vettel dann halt dann leider übertrieben, den Bremspunkt verpasst, sich einen Flatspot eingefahren. Der Bottas hat sich seinen Reifen zerstört. Und lachender Dritter im Bunde, mal wieder Lewis Hamilton, der das Rennen gewonnen hat und bis heute, oder was heißt bis heute, naja, wahrscheinlich weiß es bis heute, wenn die Folge rauskommt, immer noch nicht, warum er gewonnen hat. Das hat mich sehr stark erinnert an letztes Jahr, an Singapur, wo der Hamilton auch ewig weit weg war von einem Rennsieg und dann plötzlich erbt er einen geschenkten Sieg und freut sich wie ein Schneekönig. Das sind Momente, die entscheiden Weltmeisterschaften, Leute. Das sind die Momente, wo du eine WM verlieren kannst oder gewinnen kannst. Und der hat jedes Mal so ein Dusel. Also, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, sowas zu sehen, wo du denkst, ey, der Vettel hätte das Ding nach Hause gefahren. Mit einer Hand am Steuer. Aber gut. Was will man sich aufregen? Es ist so. Ne, man kann es nicht ändern. Aber man ärgert sich halt trotzdem. Also ich zumindest. Und man denkt, Freunde, das war wieder unnötig. Das war wieder so unnötig. Naja. Okay, Aerodynamik scheint gut zu passen, das mit der Federung und Geschwindigkeitsbalance, das haut noch nicht so ganz hin, glaube ich. Also dann hauen wir mal ein bisschen was hin. Ich habe jetzt natürlich wieder nicht aufgepasst vor lauter Quatschen, was die mir an Feedback geben. Das war vielleicht gar nicht so geschickt, aber kann ich jetzt nicht ändern. So, Hashimoto, du fährst nochmal raus. Lara kommt rein. Können wir gleich mal ein bisschen Gas geben. Ne? Wie habt ihr den großen Preis von Aserbaidschan erlebt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Da freue ich mich immer drüber, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann. Also ich habe mich tierisch geärgert, weil es einfach unnötig war. Es war einfach nur unnötig. So, da kommt Enrica Lara. Zack. Oh, haben wir ein bisschen daneben gelangt, glaube ich, oder? Mit den Flügeln. Oh, mal ein bisschen weniger. Ja, mal ein bisschen weniger. Auch hier brauchen wir vermutlich eine etwas härtere Aufhängung. So, das lassen wir mal so. Die bleibt auf Renntrim. Geht auf 6 Runden. Wir schalten auf den roten. Zack, raus mit dir. Viel Spaß, gute Fahrt. Jawohl, Hashimoto hat den Bonus für die Reifen freigeschaltet. Dann kann die auch gleich auf Rot gehen. Zack. Okay, da haben wir es fast schon gut hingekriegt, ne? 97%. Okay, dann kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern. So machen wir das jetzt. Okay, bisschen mehr Luftdruck. Qualifying. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, da wollen wir nochmal eine Runde fahren. 3 Runden Qualifying. Auf Rot. Zack, raus mit dir. Und da ist die Enrica Lara. Jetzt mit einem besseren Material. Ich bin gespannt, wie viel das ausmacht. Ich glaube nicht, dass es so viel ausmacht. Lipponen hat natürlich wieder in Führung, ne? Ist klar. Der alte Lipponen. Meister des Bleifußes. Aber gut, Training ist Training und sagt nichts. Ja, das wissen wir ja. Fahrverhalten ist viel besser. Okay, also jetzt kann ich auch mal ein bisschen auf das Feedback achten, was die Herrschaften sagen. Scheinen recht zufrieden zu sein. Halt, nee, Schmarrn, was mache ich denn? So ein bisschen rausnehmen vom Reifen. Ne? Wir haben ja eine erhöhte Temperatur. Heißt, die Reifen werden von sich aus eher warm. Gerade das Problem hatten sie ja auch in Baku. Es war relativ kalt.
Strecke und Luft, ne, die sind gar nicht so wirklich auf Temperatur gekommen mit ihren Reifen. Und je härter die Reifenmischung, desto schwieriger und fast schon unmöglich ist das Ganze hier ins optimale Gripfenster zu kommen. Da haben sie alle geschimpft und geflucht. Tja, so ist das. Fahrverhalten ist fantastisch, jawohl, Lipponen schnellste Runde. Ja, soll sich ein Eis von kaufen. Reifenstufe 2. Und Qualifying ist gleich erledigt. Hashimoto müsste jetzt da gleich reinkommen. Aber wir müssen nochmal Qualifying drin machen, ja. Da fehlt noch ein bisschen was. Hashimoto kommt in die Box. Da ist sie. Wir brauchen den Qualifying drin. So, okay. Oh, perfekt. Schau mal hier. Optimal. 99%. Gut. Qualifying, 3 Runden. Du bleibst auf den Roten. Ne? Raus mit dir. Zack. Okay, Mädel. Und du machst den Renntrim noch fertig. Ach, Qualitrim ist schon fertig. Okay. Ja, dann Hashimoto, kommst wieder rein. Ja, dann kannst du auch noch ein bisschen am Renntrim arbeiten. Den Lader holen wir auch noch schnell rein. Da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen am Setup rumschrauben. Okay, pass auf. Renntrim 2 Runden, ja, und raus mit dir. Da kommt Enrica Lara. Ja, die muss die Punkte holen. Oh, wow, 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 wow. Ah, nicht gut. Also auch hier müssen wir noch mal ein bisschen was draufpacken. Ich glaube, das ist immer fast zu lang, oder? Ah ja. Okay. Also, auch hier Renntrim 2 Runden auf Rot. Den kannst du dann auch totfahren, verstehst? Und dann passt die Laube. Volles Programm jetzt, voll dübel. Jawohl. Bonus ist fertig, alles gut. Jawohl, da haben wir es doch noch gut hingekriegt. Fahrverhalten und Geschwindigkeitsbalance. Training, ja, ja, Platz 3, Platz 5, aber das sagt ja nichts, das wissen wir. Bergmann, genau, überlegt sich, ob es Zeit ist für die Heimreise, sehr schön. Bin persönlich vor Ort in Rio, bin aufgeregt, auf geht's, Archer PMA, jawohl. Sehr schön, so machen wir das. So, es soll, glaube ich, regnen, hieß es, ne, in der Rennankündigung. Genau, im Qualifying hinten raus regnet es, also von dem her sollten wir da vielleicht dann doch eher zeitig rausfahren und wir sollten vielleicht auch hier noch ein bisschen unser Zeug tunen. Wäre gar nicht schlecht, ne? Kritische Komponenten hier, Aufhängung, jawohl. Okay, Enrica Lara können wir noch ein bisschen mehr tunen. Gut, Olga Makarova, ja komm, da tunen wir auch noch ein bisschen. Zack. Okay, wir brauchen Qualifying und Ultraweich. Und hier brauchen wir Qualifying und Super-Duper-Überholmanöver. Jawohl, Fahrzeug-Config. Müssen wir, glaube ich, nichts mehr machen. Wie viel Prozent haben wir hier? 98, alles klar. Hat sich erledigt. Auf geht's. Raus zum Qualifying. Und dann fährt die Enrica Lara gleich mal als erste los, bitte. Raus mit dir. Und die Olga Makarova fährt bitte auch mal los, ne? Dass wir hier nicht in den Regen kommen. Das will nämlich niemand. Das will niemand. So, jetzt müssen wir bloß ein bisschen tricksen mit den Temperaturen, ne, dass ich da jetzt nicht Probleme krieg. Zack. Reifen sind okay. Bei der Lara, da haben wir die Bremse, ist ein Problem. Jawohl. Und die Makarova haben wir perfekt hingekriegt. Okay, also dann. Enrica Lara, auf geht's. Die wird natürlich jetzt Bestzeit fahren am Anfang, ist logisch. Und wir werden ja definitiv noch auf Trocken die Runde
zu Ende bringen, hoffe ich zumindest. Naja. Naja, die Olga ist gleich mal eine Zehntel schneller. Aber der Rest wird vermutlich ein paar Regentropfen abkriegen. Bei uns sieht's gut aus. Ja, jetzt ist die Olga 2 Zehntel schneller. Ja, und nicht vergessen, die Olga hat schlechtere Material. Enrica Lara über Start und Ziel. Jawohl, neue Bestzeit 1.18.3. Die Olga kommt ebenfalls über Start und Ziel, fährt eine 1.18.0, also knapp 3 Zehntel, und jetzt ist es nass. Oder feucht, besser gesagt. Genau. Der Lipponen fährt gleich mal wieder Bestzeit, Sektor 1. Wo ist er denn, der Lipponen? Da ist er. Ja, der hat jetzt schon das Problem, Bestzeit Sektor 2, unglaublich. Der hat jetzt schon das Problem, dass es nass wird. Aber das hat ihm keiner gesagt, glaube ich. Ne, ich glaube, das hat ihm keiner gesagt, dass jetzt nass wird. Und der hatte Verkehr. Lipponen auf Pole trotzdem. Trotzdem auf Pole. Aki Lipponen, der alte Cheater. Boah, unglaublich. Unglaublich, schaut euch den an. Ja, ich hätte doch Platz 3 nehmen sollen, verdammt. Na gut. Dürfte ein heißer Tanz werden. Mist. Er hat nicht ganz gereicht. Schade. 23.000stel haben gefehlt. Ein Wimpernschlag. Gar nichts im Endeffekt. Ne? Eigentlich gar nichts. Ja, und jetzt geht er. Der hat natürlich auch mehr Grip gehabt. Ne? Der ist nach uns gefahren, hatte mehr Grip. Aber da ist meiner Meinung nach der Regen ein bisschen zu wenig gewertet worden. Ne? Normalerweise verlierst du da mehr Zeit. Aber gut, wir haben ja schon festgestellt, dass der Unterschied zwischen Intermediates zum Beispiel und den Heavyweights, der ist doch gar nicht mal so groß. Naja, was soll's. Egal, komm, spulen wir es runter und dann stehen wir halt auf 2 und 4, ist doch egal. Ist doch wurscht. Ist auf jeden Fall eine gute Ausgangslage. 2 und 4. Aber blöd natürlich für unseren Enrica Lara. Sau blöd für den Enrica Lara. Weil die muss. Die muss eigentlich vor dem Lipponen ins Ziel kommen. Damit sie ihren Vorsprung ausbauen kann. So wie es momentan aussieht, würde der Lipponen den Rückstand verkürzen in der WM. Naja, Rentrim, Motorenexperte. Machen wir hier Rentrim und Ultra Weich. Genau. Für noch ein bisschen mehr Performance. Die Config lassen wir so. 10 Runden Sprit sind an Bord. Wir stellen natürlich auf vollen Angriff. Müssen wir nochmal tunen. Ja, komm, ein bisschen. Ein bisschen machen wir noch. Bei Enrica Lara auf jeden Fall, weil die hat ja den Motorenexperten. Deswegen, da gehen wir mal auf. Weißt du was, wir gehen noch weiter runter. Wir versuchen es. Wir hauen hier richtig Leistung rein. Na, schauen wir hier mit dem Multiplikator sogar. Ja. Also die hat jetzt ein Mega-Auto, ganz ehrlich. Mega-Teile. Wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht mehr. So, das war's für heute, liebe Freunde, mit dem Motorsport-Manager. Beim nächsten Mal das Rennen, das vorletzte Rennen bei uns hier mit Archer. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es wird ja ein Brasilien-würdiges Rennen, wenn ihr euch erinnert, wir hatten hier schon ganz große, kuriose Geschichten mit skurrilen Boxenstopp, Safety Car und Sprit-Kapriolen, ne, mit Benzindampf, dass wir noch über Start und Ziel sind und das Rennen gewinnen konnten. Also da war herzlich viel geboten, ja, und ich hoffe, so ist es auch beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.